Es gab immer wieder mal Momente in den Therapiestunden, wo Claudia die Klienten gefragt hat, ist es okay, wenn die Kamera jetzt weiterläuft oder soll Leo rausgehen? Und das ist nicht vorgekommen. Also es wurde immer verneint und war für mich dann auch wiederum wichtig, weil ich tatsächlich auch häufig mir ein bisschen als Fremdkörper vorkam in dieser in diesem sehr sensiblen Bereich. Und war dann auch irgendwie dankbar, wenn Claudia dann quasi das auch irgendwie wahrgenommen hat und dann direkt gefragt hat. Und das hat dann das Vertrauen auch gesteigert irgendwie noch weiter. Dieses Vertrauen war ja auch extrem wichtig für die Dreharbeiten in den Therapiestunden. Und das war dann irgendwie förderlich, sag ich mal so, dass ich auch das Gefühl bekam, dass ich nicht störe. Doku geht es um pferdegestützte Traumatherapie für traumatisierte Bundeswehrsoldaten und explizit eben um die Bundeswehrsoldaten und Soldatinnen auch, die so ein bisschen durch das Raster gefallen sind, also die alle Therapieansätze in den Bundeswehrkrankenhäusern schon probiert haben quasi oder auch andere Therapieansätze probiert haben und alles hat ihnen nichts geholfen. Und schlussendlich landen sie eben bei Claudia Switschek, der Therapeutin, auf dem Pferdehof. Und sie schafft es dann mit den Pferden, den Soldaten und Soldatinnen wieder eine erzählen, Perspektive zu geben. Der riecht gut, ne? Also der Titel ist systemische Familientherapeutin. Und eine meiner ersten Klientinnen, als ich mich selbstständig gemacht habe, da hatte ich so als Youngster noch irgendwie alle möglichen Interventionen probiert und habe irgendwie immer gespürt, ach, da ist irgendwas, aber ich komme mit all dem, was ich gelernt habe, nicht weiter. Und dann fast schon als Akt der Verzweiflung habe ich gesagt, komm, wir gehen mal auf die Pferdekoppel. Damals hatten wir schon 2 oder 3 Pferde. Und wir waren auf der Pferdekoppel und diese Klientin brach in Tränen aus. Und da war ich sehr, sehr überrascht. Also ich hatte noch keinen therapeutisch wertvollen Satz von mir gegeben. Und es hat gewirkt. Und dann hat sich das geformt, was es jetzt ist. Das war jetzt die Quittung, ne? Danke. Okay. Ja, ruppel dich doch von mir. Wie geht's denn dir? Mir geht's gut. Mhm. Ja. Und damit, dass du jetzt am Montag ins Bundeswehrkrankenhaus gehst? Ja, mit dem Gedanken geht's mir nicht so gut. Also. Was steht denn an im BWK? Ja, das ist ja das Problem. Ich weiß nicht, was mich jetzt da so erwartet. Also ich hoffe, dass die Zeit keine 6 Wochen werden, sondern nicht so kurz wie möglich. Ist ja nicht das Leben, mit dem ich klarkommen muss, sondern das so wie jetzt. Ne? Mhm. Mhm. Also ich merke jetzt, wo du darüber redest, entsteht wieder so eine Anspannung. Ja. Ja, die Anspannung, ja. Ja, okay. Es ist ja jetzt auch interessant, dass wir jetzt heute mit Juri arbeiten und du gesagt hast, du, was dich jetzt so irgendwie beschäftigt ist, dass du nicht weißt, was auf dich zukommt. Ne? Jetzt hast du ja noch nie mit Juri gearbeitet und im Prinzip weißt du jetzt auch nicht, was auf dich zukommt. Ja? Ich hatte schon mal davon gehört, es gab schon mal einen Fernsehbericht über Claudias Arbeit, wo es in erster Linie aber um PTBS an sich ging. Und ich habe dann, ich dachte, als ich das gesehen hatte, eigentlich ist das so ein schön großes Thema und eigentlich kann man da was Größeres zu machen. Oder ich selber wollte auch mehr dazu sehen und habe das dann aber nicht weiter verfolgt. Und dann
war ich selber in der Mongolei über 6 Wochen und bin da mit 2 Pferden durch die Steppe geritten und hatte immer den Satz im Kopf, die Pferde sind der Spiegel deiner Seele. Aber ich konnte damit nicht wirklich was anfangen. So. Und nach den 6 Wochen in der Mongolei bin ich dann mal zu meinen Eltern aufs Land gefahren und habe sie dort besucht. Und da war dann Claudia Switschek gerade ins Dorf gezogen. Und so bin ich dann Claudia Switschek begegnet. Und ja, das war dann wie so eine Einladung dieser Frage, die Pferde sind der Spiegel deiner Seele, nachzugehen. Und auch dieses Thema eben Soldaten und Pferde. Also weil Pferde ja auch eher ein Fluchttier sind und Soldaten eher was wir mit Angriff vielleicht assoziieren. Und dass dieser Kontrast zusammenkommt, um Heilung zu finden oder Heilung zu erfahren, das war das, was ich so spannend fand. Wie hast du das geschafft, dass du da eben das Vertrauen gewonnen hast und da rein? Einmal, wo ich glaube, was sehr hilfreich war, war, dass alle Soldaten, die da auf dem Hof kommen, an anderen Therapieverfahren, ich sage jetzt mal, verzweifelt sind. Also es hat ihnen alles nichts geholfen, also hatten sie sich selber schon aufgegeben quasi. Und Claudia war dann so der letzte Strohhalm, den sie noch gegriffen haben. Und das haben sie eben bei anderen Kameraden auch gesehen, die das gleiche Dilemma-Problem hatten und hatten dann von sich aus auch den Wunsch, den Film dahingehend zu unterstützen, dass sie auch damit anderen Kameraden zeigen und Mut machen, es gibt immer noch eine Möglichkeit weiterzukommen und doch noch einen Weg zu finden. Als wir den Rohschnitt hatten, haben wir uns mit den Soldaten, mit den Protagonisten, die im Film mitgemacht haben, also ich habe auch nicht nur 3 begleitet, sondern 6 eigentlich, und wir haben uns dann mit Claudia Switschek zusammen in ihrem Bauwagen auf der Pferdekoppel getroffen und haben den Rohschnitt erstmal auf dem Laptop angeguckt. Und ja, letztlich waren alle ganz gerührt und haben auch keine Änderungswünsche gehabt, was mich natürlich gefreut hat. Es war einfach wichtig, dass sie sehen, was über sie auch natürlich veröffentlicht wird und über ihre Geschichten. Und dass sie nicht im Kino nachher sitzen oder irgendwo im Kino sehen und wieder mit ihrem Trauma konfrontiert werden. Das sollte ja auch nicht Sinn und Zweck des Films sein. Erstmal, wo ich Claudia gesehen habe, dachte ich, was für eine Öko-Tante. In Pferdeklamotten mit irgendeiner Mütze auf dem Kopf. Dann dachte ich, na Halle Julia, ist halt eine Heilpraktikerin. Aber wir waren mal entfernt und es war so ein angenehmes Gefühl. Dieses, was auch ganz wichtig war für mich, nicht dieses, ich gehe jetzt in so eine Praxis, 4 Wände, Couch, legen Sie sich mal hin und reden Sie mal über Ihr Problem. Nee, wir waren gleich draußen mal entfernt. Ich habe ja früher auch nicht an eine Energie gedacht oder sonst was, aber wenn du die Arbeit mit Pferden hast oder kennenlernst, das ist eine ganz andere Welt. Ich habe früher auch mal drüber gelacht, ich dachte, ja. Aber wenn du immer davor stehst und das mitbekommst und wie das fühlst und das ist einfach Wahnsinn, das ist unerklärlich und wie die dich spiegeln, das, was du nicht aussprechen kannst. Geh einfach vor ihr mit dieser Idee. Also was ich ja jetzt sehe, ist, dass einige Faktoren sich so hier in den Weg arbeiten. Kennst du das? Mhm. Sehr gut sogar. Aha. Jetzt hast du auch ausgeatmet eben, ne, und das Pferd kommt. Hammer. Da hast du aber viel erzeugt. Jetzt ist die ganze Erde in Bewegung. Wir hatten jetzt ein Sonderscreening mit dem Deutschen Bundeswehrverband, wo auch Oberärzte oder der Oberstabsarzt vom Bundeswehrkrankenhaus Berlin dabei war und auch Politiker aus dem Verteidigungsministerium, glaube ich. Und ja, da wurde das Thema auf jeden Fall diskutiert und es geht da auch voran. Sehr, sehr langsam, aber es geht voran. Ja, weil so gut kommt ja die Bundeswehr da gar nicht immer so weg. Ist man da so offen, wie der Umgang eben mit den Veteranen dann teilweise
abläuft? Also insgesamt, meinem Eindruck nach, wird schon sehr viel gemacht. Also es war nicht mein Ziel, die Bundeswehr hier zu diskreditieren oder zu sagen, alles, was ihr macht, ist falsch, weil es wird auch immer jemanden geben, der sagt, die Pferdetherapie hilft mir nicht, aber alles andere davor quasi. Aber es war, die Bundeswehr ist, also sie machen schon sehr viel für die Veteranen, sie forschen auch an dem Thema Pferd, haben auch erfolgreich jetzt dran geforscht und sehen schon, dass das hilfreich ist. Insofern ist es schon auf einem guten Weg, aber es war halt zu dem Zeitpunkt, als wir angefangen haben zu drehen, das Dilemma, dass, und das ist es bis heute, dass diese Therapie, obwohl es ihnen hilft, nicht anerkannt wird, was auf Basis der fehlenden wissenschaftlichen Ergebnisse natürlich ist, aber die Soldaten, die wir hier sehen, fordern halt die Menschlichkeit eigentlich ein bisschen ein, so nach dem Motto, ihr seht doch, dass es mir hilft, reicht das nicht als Beweis. Gedreht haben wir von Juni 2015 bis Januar 2017. Also in dem ganzen Zeitraum, also etwas über anderthalb Jahre lang, bin ich immer wieder zu diesen Therapiesessions von den Soldaten gefahren. Ich würde sagen, ich hatte erstmal kein bestimmtes visuelles Konzept. Es war, außer dass ich mit der 5D gedreht habe, weil ich sehr gerne mit der drehe. Im Nachhinein würde ich vielleicht sagen, das nächste Mal doch eine richtige Filmkamera und nicht unbedingt die 5D, obwohl ich sie nach wie vor sehr schätze. Aber ich habe später dann auch die Therapiestunden musste ich alleine drehen. Also das war auch von der Claudia Switschek so gewünscht, was auch nachvollziehbar für mich war, nachdem ich gemerkt habe, dass wirklich also ganz viele Sachen auch stören können. Und erst recht, wenn man zu mehreren daneben steht und sich dann unterhält oder tuschelt, weil man sagt, halt die Kamera mal da drauf und so. Und um diese Störfaktoren so klein wie möglich zu halten, auch den Pferden gegenüber, die ja sehr sensibel reagieren, war es ganz wichtig, dann in den Therapiestunden alleine zu sein. Und dann kam aber Dominik Schuster noch dazu als Kameramann für die Interviewszenen und die Komfortszenen eben, also wo wir die Soldaten dann auch da begleitet haben, wo sie wieder Erholung und Ausgleich gefunden haben und wo sie auch wieder zurückgehen konnten, nachdem sie stabilisiert waren, also wo sie auch wieder unter Menschen gehen konnten. Wenn Pferd und Mensch sich nähern, ist der Mensch in dem Feld des Pferdes, obwohl er noch nicht taktil in der Berührung ist. Und was mit den Pferden einfach schön ist, ist die Wärme zu spüren, die Geräusche zu hören, ein Wiehern, der Geruch des Pferdes und auch diese Berührtheit, dass da so ein großes Pferd ist, was einfach bei einem stehen bleibt. Und da kommt, das kommt dann sehr häufig in dieser Assoziation, wenn ich dann Fragen stelle, wie geht's dir da jetzt mit? Und dann kommt sehr häufig, ja, ich habe das Gefühl, das und das Pferd ist wie mein Kamerad. Jessie, die hat ganz viel mit mir gearbeitet, obwohl ich manchmal nicht mit ihr gearbeitet habe. Teilweise reichte wirklich bloß ihre Anwesenheit auf der Weide. Dann sind wir halt spazieren gegangen und den mäßig, dann waren sie alle beschäftigt. Dann bin ich zu ihr und sind einfach so rumgelaufen und sie ist mir hinterher gelaufen. Und allein dieses Gefühl, dass das Pferd mit dir arbeitet, ohne eine Claudi, ne, weil die einfach hinterherläuft oder weil sie dir einen Weg zeigt oder so oder dich an einen Ort stellt, wo du denkst, so guck mal in die Richtung, weißt du, dann setzt sich auf einmal neben dich oder legt sich neben dich und dann guckst du da in Richtung Wald und du konntest halt mit den Pferden alleine arbeiten. Die Filmmusik hat Sebastian Schmidt gemacht. Da war die Herangehensweise natürlich nicht zu aufdringlich zu werden und nicht beeinflussen oder so, sondern wenn, nur ganz dezent das zu setzen und ein, ich sag mal, ja, so ein wohliges Gefühl einfach zu vermitteln. Dann kamen so ein paar Instrumente wie die Oud oder die Hangdrum, was einfach sehr feine Instrumente sind und ja, wo wir geguckt haben, dass wir das irgendwie, oder wo Sebastian Schmidt dann auch geguckt hat, dass wir da eine Musik, dass er eine Musik komponiert bekommt, die sich in die Bilder einfügt. Die Frage war, wie es den drei Protagonisten heute ging. Es tut sich gerade ganz viel irgendwie, was ich sehr spannend finde. Also wir sind auch alle noch voll in Kontakt, also jetzt auch erst recht nochmal mit der Kinopremiere. Bei Oliver, der hat sich ein Pferd gekauft und ist also übernimmt damit ja auch für sich selbst Verantwortung und für das Pferd wiederum.
Roman, der war immer jetzt ganz viel bei den Filmfestivals dabei und hat danach immer sich auch dem Q&A gestellt. Der sagt jetzt aber, eigentlich geht es ihm jetzt so gut, dass er sich nicht da wieder zurückholen will in das, in dieses Drama, in diese Geschichte. Und Mandy wiederum öffnet sich gerade, also sie ist, also Roman und Oliver sind beide in der Bundeswehr wieder drin sozusagen, also weil da ist, das hängt auch mit der gesundheitlichen Versorgung zusammen, mit der Nachsorge, und dass sie da einfach in ihrer, so wie sie es leisten können, arbeiten können. Und Mandy wiederum ist ganz ausgetreten und macht eine Ausbildung zur, es ist nicht richtig, wie ich sage, aber es geht in die Richtung Psychotherapie für Kinder, also oder Therapie mit traumatisierten Kindern. Und Mandy war jetzt auch bei der Premiere mit dabei und so, also sie schafft es jetzt schon auch, ihr Thema nach außen hin zu verteidigen und dafür einzutreten, dass, oder dafür einzustehen, dass, oder auch darum zu kämpfen für die Kameraden und nicht nur für die Kameraden, sondern auch für andere traumatisierte Menschen und Soldaten und Feuerwehrmänner, Polizisten und so weiter, dass diese Therapieform anerkannt wird. Ich bin der Meinung, der Film ist für jeden geeignet. Jeder wird da ein Thema von sich selbst im Zweifel auch drin finden, weil das, was die Soldaten dafür Themen haben, also auch mit Schuld und mit Verantwortung und mit Abschied nehmen, das sind alles Themen, die wir auch von uns kennen. Also vielleicht nicht in so einem krassen Erleben aus dem Krieg, aber in anderen Geschichten. Also wenn Verwandtschaft stirbt oder so, dann haben wir auch diese Auseinandersetzung. Und das sind alles so Themen, wo auch auf den Filmfestivals häufig die Rückmeldung kam, dass sich Zivilisten da ihre Themen eben auch gespiegelt sahen, das, was ja auch wieder sich in den Pferden quasi spiegelt. Ich hasse es einfach wie die Sau, nachts eingepfercht zu sein in der Klinik, ja, und um 22 Uhr ist Einschluss. Und wenn dann so eine Krankenschwester auf dich zukommt, die dann auch noch sagt, sie wissen ja, um 22 Uhr ist Einschluss, ja, und ich mich dann vor die stelle und frage, bin ich hier im Knast? Sag ich, okay, du fühlst dich ja teilweise selbst wie ein Verbrecher, weil du dich selbst in Frage stellst für dein Handeln im Einsatz. Ja. Bei mir ist es zum Beispiel der Fall, dass ich einen Mensch getötet habe. Ja. Ob ich jetzt ein Mörder bin und deswegen weggeschlossen werde. Trauma ist ja immer auch mit Scham besetzt und mit Schuld. Also, wer ist schuld, wenn ein Soldat jemand anderen, einen Zivilisten oder den Feind erschießt? Wer ist schuld? Ist die Bundeswehr dran schuld? Sind wir dran schuld, dass wir auf Luxusgüter nicht verzichten? Ist der Kommandant schuld? Ist derjenige schuld, der abdrückt? Ist es schuld, dass der Einsatz bewilligt wird? Also dieser Komplex ist ja riesig. Wer ist mein Feind, ja? Und wie kann Versöhnung stattfinden? Und das ist auch eine tragende Kraft, die auch für mich wichtig ist in Therapien. Auch wie kann die eigene Versöhnung, also die Versöhnung mit der eigenen Schuld oder dem, was man glaubt, für das, was man sich schämen muss, stattfinden? Es gibt keine andere Fassung, weil auch ich musste irgendwann lernen, abzuschließen und zu sagen, so ist es jetzt gut. Und natürlich hätte ich vieles gerne anders gemacht im Zweifel, aber die Resonanz, die wir jetzt erfahren, auch über die Presse und so, bestätigt doch einfach, dass der Film so richtig ist und so gut ist, wie er ist. Und jetzt höre ich auch langsam auf, mich dauernd über einzelne Sachen zu ärgern. Und ja, genau, also es ist nachher ist wichtig, glaube ich, dass das Gefühl einfach stimmt. Und das stimmt in dem Film. Und ja, deswegen bin ich sehr glücklich jetzt so, wie er ist.